Hallo, liebe Zuschauer, zur 107. Episode. Moinsen, Johannes. Direkt hier im Chat. Willkommen zur neuen Folge. Leider gab es jetzt die letzten Tage nichts, weil es ist mir einfach ein bisschen entgangen, dass ich noch vielleicht wieder aufnehmen sollte. Ich habe dann irgendwann mal geguckt so auf YouTube und dachte mir, oh, seit Tagen kommt keine BVB-Folge mehr. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr im Voraus aufgenommen, aber leider war das nicht unbedingt der Fall. Ach, der Silas ist auch da. Ich habe kurz die Chatbox ausgemacht, weil die muss ich irgendwie immer neu resetten während des Streams, warum auch immer. Also gleich seht ihr wieder euch hier im Chat. Auf jeden Fall hallo an alle, die gerade hier live dabei sind. Dankeschön erstmal fürs Zugucken. Bellingham verkaufen? Wie? Bellingham verkaufen? Nee, wieso? Johannes? Also meinst du jetzt bei dir? Würde ich sagen, nein. Ich finde, er ist sehr gut. Kann sich noch gut entwickeln. Als Ersatz mindestens wäre es doch viel zu schade, ihn zu verkaufen. So, wir spielen jetzt also in Berlin gegen Eisern Union, danach gegen die Bayern. Ja, ich finde, bei uns hat er sich ganz ordentlich gemacht. Als Ersatz, wie gesagt, ist er ganz gut. Ist ja auch erst 20. Hier und da muss er sich noch entwickeln. Gut, jetzt gerade ein bisschen negativ, aber ich bin zufrieden mit ihm. So, Erling, das ist so. Hector würde ich vielleicht wieder spielen lassen für Felix. Ich glaube, wirklich die beste Entscheidung, erstmal jetzt die Top 11 spielen zu lassen. Mein Sinn, Florian. Ja, aber Johannes, dann denke ich mir. Holland, Sancho und Kammerwinger bei dir weg nach der Saison? Nein, die gehen nicht weg. Nee. Ja, klar, sie lassen David sowieso liefern, ne? Moinsen, Philipp. Das war heute wieder ein stressig im Lohnunternehmen gewesen, schreibt Florian. Okay, was genau ist denn ein Lohnunternehmen? Da bin ich gerade ein bisschen zu dumm, um das zu wissen, kann man sagen. So, ein Wechsel verglichen mit der letzten Partie. Zuletzt habe ich es am 10.3. aufgenommen, heute haben wir den 1.4. Ich mache keinen April-Scherz, dass ich es aufnehme. So, Musik aus. Und gleich hier Musik an. Ganz vergessen. Moment. Ton an. Landwirtschaft. Ah, okay. Aber immer schön, wenn man ein gutes Wetter hat, ne? Ne, Johannes, das glaube ich nicht, dass er nach der Saison weg ist. Da hat Sorg nochmal gesagt, dass sie ihn 2021 auf jeden Fall nicht verkaufen wollen. Mal gucken. Kann natürlich sein, dass sie das eine sagen, am Ende das andere passiert, je nachdem das Angebot ist, klar. Aber selbst wenn, das ist jetzt nichts, was mich unbedingt wundert, sagen wir es mal so. Reyna, direkt ein guter Start. 13 Minuten erst gespielt. Moment, ich will hier schnell die Chatbox wieder anmachen. Kopieren und dann hier einfügen. Ja, aber Johannes, halt immer die Sache, ne? Bringt es vielleicht mehr, wenn man auf ein bisschen Geld verzichtet? 1-0, Emre Can. Jetzt müsste es gehen. So war das ja auch bei Lewandowski. Man hat gesagt, lohnt es sich, das bisschen Geld zu, also das Geld zu nehmen, aber dafür auf ihn zu verzichten? Oder lohnt es sich, Lewandowski zu behalten, damit der Sport uns weiterbringen kann? Elefantengras, okay. Okay, das hört sich nicht gut an, Florian. Hat es wohl ein bisschen was zu tun, ne? So. Ah ne, Silas, stimmt, danke. Ich habe es mir aufgeschrieben. Aber mache ich direkt nach der Partie. Danke, dass du es gesagt hast. Ich habe gerade erst angefangen mit der Aufnahme. Und die letzte Folge, Silas, ist ja auch schon, ich glaube, fast eine Woche her. Wie gesagt, ich habe vergessen aufzunehmen. Erst nach einer Zeit so ist mir aufgefallen, ups, vielleicht solltest du mal wieder aufnehmen. Ich dachte, ich hätte noch hier für ein, zwei Wochen locker Folgen. Ah,
Ja, Johannes, nur aber mein, die haben die Finanzen besser im Überblick und die haben gesagt, dass die das nicht unbedingt machen wollen. Ich vertraue schon Sorg und den Rest der Mitarbeiter, auch wenn die von vielen kritisiert werden. Ich habe da genug Vertrauen in die Leute. Magdabina ist 2-0. Alexa, moin moin. Ich persönlich zum Beispiel würde jetzt Haaland nicht verkaufen und lieber eine Saison später, auch wenn man dafür weniger Geld kriegt. Wäre jetzt zum Beispiel so, was ich sage. So, gefällt mir super. Die kleine Pause vor mir selber scheint den Jungs hier nicht wirklich zu interessieren. So, nehmen wir mal Jude. Der braucht wieder viel Spielpraxis. Guerreiro natürlich auf der linken Seite. Und Esposito für Jadon Sancho, würde ich mal sagen. Cedric Harrenbrock wird gleich angeschaut, sieh das. Ich habe halt extra die YouTube-Kommentare aufgelassen, weil da hast du das ja auch reingeschrieben. Schauen wir uns gleich an. Bellingham. Zeig den guten Johannes, wie gut du bist. Der will dich verkaufen. Oh Johannes, warum solltest du denn jetzt Haaland, Camavinga und den Rest verkaufen? Bist du mit denen unzufrieden bei uns? Haaland, Sancho, Camavinga? Erling Haaland. 3-0. Super. Ja, die Partie dürfte jetzt auch entschieden sein. Schön gespielt. 19 Partien, 18 Siege. Okay. 12 Punkte Vorsprung vor den Bayern. Sagen wir es mal so, ne? Wenn wir das verlieren, dann beende ich diese BVB-Karriere. Guerreiro, schön auf Elias. Gut, Flora, ne? Als jemand, der in der Landwirtschaft arbeitet, ist das bestimmt Facepalm, aber ich zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, was Elefantengras ist. Ich habe schon mal gehört. Mir ist es klar, dass eventuell da auch keine Elefanten gemeint sind, aber ich hätte jetzt überhaupt keine Ahnung, was es ist. Das ist aber kein Rot, ne? Ja, gut. Ah, wir haben ein bisschen viele gelbe Karten schon bekommen. Und es gibt noch eine gelb-rote von der Bayern-Partie, wenn nicht ohnehin jemand jetzt schon die fünfte gelbe Karte bekommen hat. Also vielleicht mal im Duell auf den Beinen bleiben. Noch eine Stunde. Und jetzt mal ein bisschen kontrollierter. Ein paar Standards herausholen. Tempo etwas niedriger. Guerreiro noch vielleicht mit einem schönen Freistoß. Jo, 4-0. Torwartfehler. Und wir sehen 10 Zuschauer. Wieder 10. Zweistellig. Ja, zehnstellig wäre interessant. Zehnstellig ist, glaube ich, nicht mal so viele Menschenleben auf dem Planeten, oder? Warte, 10. Das wäre ja, glaube ich, schon in Billionenhöhe. Na, was macht denn der FCA? Da was mit dem guten Gameshall in den YouTube-Kommentaren auch so ein bisschen diskutiert. Beziehungsweise diskutiert. Ist ausgetauscht, was wir so denken, wo Augsburg am Ende landen wird. Ich denke, Europa League werden die auf jeden Fall schaffen, die Augsburger. So gut, wie die bislang gespielt haben, auf jeden Fall. Aus Süleyman Abdullahi. Tolle Grätsche von Zagadou. Komisch, dass bei uns gerade nur so einzelne Spieler gute Noten haben, ne? Zagadou 6-9, Guardiol, Bellerin, alle nicht mal eine 7. Elias auch nicht. Gut, die Einwechselspieler, da ist das normal. Also scheint wirklich jetzt nur von speziellen Leuten eine sehr gute Partie zu sein, nicht von allen. Elias jetzt schön auf Esposito. Aber gut spielen tun die trotzdem.
Die Augsburg auf Rang 3 haben jetzt, glaube ich, gewonnen anscheinend, oder? Ja. Also keine Eintagsfliege, die Augsburger. Auf jeden Fall. Bellingham schön raus, auch Hector. Und Jude. Ah, schade. So eine Art Schilf, das für Energiegewinnung genommen wird. Okay. Ich bin aber allgemein beim Thema Blumen klar. Grasblumen ist was anderes. Ich sag immer dazu Grünzeug. Egal zu welcher Art von Blumen und Gras und sonst was. Das ist so mein Kenntnisstand, um es mal kurz zu sagen. Wir haben 11 Fouls und glaube 4 oder 5 gelbe Karten. Das ist schon mal eine gute Quote. Sehr gut. 4-0 gewonnen. Ein schöner Start in dieser neuen Aufnahmesession. Das ist ein Holzgewächs. Okay. Ja. Jetzt kann ich mir so ein bisschen mehr daraus damit vorstellen. Auch ein Vorteil, wenn man streamt mit ein paar Zuschauern, ne? Man lernt neue Sachen lernen. So. Dann kann ich die Tage sagen, also ich hätte Bock auf Elefantengras. Das ist ein Holzgewächs. Und alle so, woher weißt du das? Cedric Harenbrock von Rot-Weiß Essen. Ist das der Silas? Ja, oder? Habe ich den Namen richtig geschrieben? Wahrscheinlich ist das so ein Geheimtalent, also ein Geheimtipp, wenn man ihn gut entwickelt, dann wird er ein guter, oder? Aber wenn man es nicht so richtig macht, dann... Ach schon, das war doch ein Kollege oder so, ne? War das nicht so? Ein Kollege von dir? Ich muss das mal kurz sagen, weil ich habe ja, glaube ich, gesagt, dass ich den in die zweite Mannschaft tun werde. So, Rainer Man of the Match mit 8,7. Weil je mehr Leute wir in der zweiten Mannschaft haben, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch irgendwann eine zweite Mannschaft haben. Ah, okay, Florian. Ja. Auch in dem Beruf lernt man immer dazu, ne? Kevin Richards, oh, der ist gut, ne? Wollen nicht verkaufen, das ist klar. Freund von meiner Cousine. Aber weißt du was, ich hole ihn mir sofort. Muss sagen, der hat gar nicht mal so schlechte Fähigkeiten. So, wie viel wollen die für den haben? Erstmal mit 100.000 Euro. Schon angenommen. Gut. Bestimmt denken sie in Rot-Weiß Essen. 100.000 Euro, wirklich. Ein Notnagel. Ja, Silas, ne? Du siehst, er wird jetzt ganz gut verdienen, ne? Also, wenn noch jemand von euch irgendwie Fußball hat im Amateurbereich oder wo auch immer, dritte Liga, zweite Liga, den ihr kennt, wie jetzt bei Silas, Freund der Cousine, dann immer gerne melden, dann hole ich ihn. Oder allgemein, kann auch jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt der Bruder bist von Cristiano Ronaldo, gut, der ist bei uns nicht mehr, aber ich will ihn holen. Hier zum Beispiel Lukas Sedlak, hat sogar bei unserem Multiplayer mitgemacht eine Zeit lang, und Falco Michel, auch zwei Zuschauer von mir. Die immer hin und wieder mal reingucken. Damit hätten wir jetzt drei Leute, die mit denen wir einen indirekten Bezug haben. Und der Harenbrock scheint schon jemand zu sein, was ich jetzt so sehe. Vielleicht mit Drittliga-Qualitäten, also könnte ganz gut passen. Moin, sind Riedler-Baku-Fan. Ich kenne viele, aber die sind, glaube ich, zu schwach. Das ist egal, wirklich, Riedler. Die ich gerade gezeigt habe, die hatten jetzt auch kein Drittliganiveau, also jetzt auch kein, nicht da, wo ich die zweite Mannschaft gerne sehen würde, aber ist halt cool, mal das zu holen. Die kosten nicht viel. Edgar ist kein schlechter, aber bestimmt so ein Flügelspieler, ne? Oh, im Zentrum, beidfüßig sogar. Das ist schon interessant, aber ich glaube, ja, da sind wir wirklich gut aufgestellt, ne? Wenn die hier vorhanden sind, Riedler Baku, dann gerne. Klar, man sollte, soweit ich weiß, die zweite Mannschaft mit etwas
besseren Spielern füllen, damit die Chance höher ist, glaube ich. Oder es geht jetzt nur nach Reputation, ich weiß gar nicht. Damit man jetzt per Zufall einen Verein hat in der dritten Liga. Konnte sich dann aber aufgrund einer Verletzung leider nicht durchsetzen. Ja, klar. Ist halt aber nie so einfach, Silas, ne? Also in der A-Jugend, da wirklich trennt sich die Spreu vom Weizen meistens, ne? Auch in der B-Jugend. Man kann Talent haben, aber es ist halt nicht so einfach. Man kann trotzdem sagen, ey, ist hier bei Rot-Weiß Essen in der vierten Liga, das ist auch nicht gerade schlecht, auch wenn das viele vielleicht belächeln, aber du bist immerhin Stammspieler bei einem Viertligisten. Das soll man mal jemand nachmachen, ne? Ich wäre nicht mal auf der Bank bei einem Kreisligisten. Wayne in der 11. Woche. 7 Vorlagen, ja. In der Champions League macht er die Tore. In der Liga gibt er die Vorlagen. Das ist auch gut. Warte. Gerüchte im Guerrero. Moment, war das nicht so, dass es Guerrero verkaufen wollte? Ja, Transferliste für 55 Millionen. Genau. Ich wollte ihn ja verkaufen, weil ich ja links Marc Tabinas habe und dazu noch das 17-jährige Talent von Mainz. Auch nochmal versuchen. Der Rafa, der darf ruhig weg. Das ist kein Problem. Guardiola darf leider nicht spielen gegen die Bayern, aber mit Namdi Collins haben wir einen guten. Ja, Florian. Mal gucken, ne? Zum Beispiel die beiden, der Lukas Sedlak, also einer von den beiden Zuschauern, der spielt bei Karlsruhe Jena, ich glaube in der Regionalliga Nordost. Deren Saison wurde abgebrochen. Der hat auch gesagt, dass es für ihn schrecklich ist, überhaupt nicht spielen zu dürfen. Vor allen Dingen so bei Halbprofis, Profis ist das natürlich noch schlimmer. Ah, stimmt, Sigas, genau. Ja, das ist natürlich geil, oder? Da bist du auf jeden Fall schon mal eine kleine Essener Legende, egal was passiert. Man wird dich nicht so schnell vergessen. Leider keine Angebote für Guerrero. Da ist er. Silas, du kannst dich jetzt freuen. Cedric Harenbrock spielt jetzt beim BVB. Bei der hier wahrscheinlich besten Mannschaft der Welt. Nicht in der ersten Mannschaft, aber immerhin. Okay, 27 Millionen. Vielleicht sollte ich auf jeden Fall runtergehen, weil wenn ihn jetzt niemand haben möchte. Zudem ist er ja auch nicht gerade mehr der Jüngste. Er wird jetzt ein bisschen abbauen mit der Zeit. Er ist Weltklasse, aber so gut drauf wie wir sind, können wir sogar wirklich auf ihn verzichten, muss man einfach sagen. Das ist natürlich bitter, Florian, das ist bitter. Aber gut, ich meine, das kann, glaube ich, jeder verstehen. Ne? Man kann jetzt schwer sagen, nach den paar Spielen, die Saison gilt jetzt, man muss da einfach abbrechen. Es macht auch keinen Sinn, jetzt weiterzumachen, weil dann hätten die wirklich so viele Spiele innerhalb kürzester Zeit, innerhalb ein, zwei Monaten musst du die ganze Saison spielen praktisch und das geht natürlich nicht. Kann man nur hoffen, dass die nächste Saison ganz normal ablaufen wird. Lasse Günther, nee, ist ein guter, aber muss nicht. Gebot für Guerrero 18,75. Das ist natürlich zu wenig. Das. Na, unter Wert verkaufen? Nein. So, Cedric Harenbrock. Ja. Unteres Mittelfeld, würde ich sagen. Dritte Liga. Zack. Aber auf jeden Fall jemand, den man zum Beispiel in der zweiten Mannschaft gerne haben kann. In den Kader von Borussia Dortmund 2 verschieben. Jetzt haben wir noch einen mehr. Sehr gut, praktisch eine ganze Elf haben wir, ne? Dann haben wir sogar wirklich sogar einen hier auf der Bank. Wer weiß, vielleicht haben wir bald eine dritte Liga, das wäre super geil. Dann würde ich halt hoffen, dass diese drei auf jeden Fall immer spielen müssen. Ken Marta hat gar keinen Vertrag. Ja, sollte bleiben bei uns, wenn er Bock drauf hat. So, weil wir schon dabei sind, wie sieht es denn aus in der U19? Genau, Abdou Seydou haben wir ja geholt von Mainz 05. Den lasse ich noch die Rückrunde zumindest spielen.
in der Jugend. Der wird erst im Oktober dann 18. Ja, Marc Tavila ist auch ein klasse Spieler. Ahmed Ceylan. Oh, der hat auch Qualität, ne? So, die Frage, wo wir ihn einsetzen wollen. Ob im Zentrum, Sturm eher weniger, glaube ich, auch wenn er da gute Anlagen hat. Ich lasse ihn noch auf jeden Fall in die Rückrunde, dann gucken wir mal. Jerome Bashir, auch ein guter, schneller Spieler vor allen Dingen. Der wird aber eher weniger die Qualitäten haben für unsere erste Mannschaft. Ja, vielleicht kommt da jetzt noch ein Angebot für Guerrero. Ivan Tkachev. Ja, können wir haben. Moment, welche Verträge laufen denn aus hier in der U19? Nicht, dass wir ein Supertalent abgeben. Nee, gut. Die dürfen wir auch alle gehen. Mehmet Özil ist schon 18, dann kommt es in die zweite. Genau. Es wird wohl nichts mehr kommen für Guerrero. Vielleicht da jetzt im Februar, da sind häufig, wenn ich mich nicht täusche, auch die chinesischen Vereine oder halt die anderen kleineren Nationen mit hoher Finanzkraft dabei. Vielleicht findet es da ja jemand. Oh. Ich denke mir die ganze Zeit, warum bin ich auf einer Seite so dunkel? Denn der Leuchter aus. Ach, jetzt sieht das doch normal aus. Jetzt bin ich von beiden. Jetzt bin ich nicht mehr Two-Faced. Ja, können ruhig sofort kaufen. Ne? Der ist 53.000 wert. Haben die vielleicht Bock auf 8.000? Ja, sehr gut. Kurz mal 8.000 nochmal bekommen. So, machen wir schon mal die Aufstellung. Collins für Guardiol. Mendes braucht noch, ja, 5 Tage. Dann lasse ich ihn auch erstmal noch draußen komplett. Die Startaufstellung hat gut noch Spielpraxis gegen die Top-Teams. Auch wenn wir in guten Form sind, will ich natürlich mit der bestmöglichen Mannschaft spielen. Ich habe so Bock, dass wir bald eine zweite Mannschaft haben. Eine richtige. Dann können wir noch schön mitfiebern mit unseren Leuten. Aber sieh das, ich glaube, so viel wie, der bei uns verdient, wird er wahrscheinlich in echt nicht kriegen, oder? In Essen. Das würde mich auf jeden Fall wundern, wenn er da eine 500.000 fast kriegt. Dann wäre Essen, glaube ich, richtig pleite. Ja, ich bin live, Mika. Nach genau einer Woche habe ich geguckt. Letzten Donnerstag habe ich gestreamt und heute wieder. Irgendwie ist mein Monitor gerade dunkel, jetzt wieder hell. Irgendein Kabel war gerade nicht richtig drin. Aber ich hoffe, das bleibt jetzt wieder. Hin und wieder gibt's Wunder, Mika. Srdjan Budakov. Mika, du hast auch noch gute Kontakte hier zu einigen Vereinen. Kennst du denn vielleicht irgendeinen Spieler persönlich? Zum Beispiel hier, der Freund von deiner Cousine, der spielt auch beim MSV Duisburg, oder? Weil wir suchen ein paar Leute, die wir kaufen können für die zweite Mannschaft. Ich habe zum Beispiel vom Silas den Freund der Cousine geholt. Kannst mir gerne sagen, wie die heißen, dann hole ich die einfach. Wenn wir irgendwann dann in der dritten Liga sind mit der zweiten Mannschaft, dann können die da schön uns vertreten. Wäre doch ganz cool, oder? Julian Gutau. Und kennst du ihn, Philipp? Julian Gutau. Von Halle. Ist sogar Stammspieler mittlerweile, ne? Gut, jetzt abgestiegen, aber ansonsten. Transfer-Deadline abgelaufen. Das ist egal, Mika. Einfach, da sind ja Spieler, wir haben genug Geld auf jeden Fall. Der ging mit einem Kumpel von mir auf eine Schule. Ja, dann, Moment, holen wir ihn den, oder Philipp? So, auch 100.000 zur neuen Saison dann. Testspiel arrangieren, ja klar, why not?
Ich denke mal, der wird auf jeden Fall kommen wollen. Kriegt auch ein ordentlich Gehalt. Aber ihr wisst ja, wir sind finanziell hier wirklich so aufgestellt. Muss man sich keine Sorgen machen. Direkt aufgenommen. Ich glaube, die Liga ist egal. Ich habe jetzt mit Julian Guttau 4 Spieler aus der 4. Liga geholt, mit denen man Bezug hat. Das ist egal, Mika, wie heißt er denn? Was hast du eigentlich mit Tobi Raschel gemacht? Ich mag Raschel auch. Auch in der Realität sage ich es. Ich habe das Gefühl, dass er aus ihm ein guter Spieler wird. Jetzt spielt er in Paderborn in der 1. Liga. Ah, sehr schön. Hat es sogar bis dahin geschafft. Ist ein ordentlicher Spieler. Ich würde nicht unbedingt sagen mit 1. Liga Qualitäten, aber zumindest ein guter 2. Liga Spieler. Der hat hier leider noch nicht so viel Talent, deswegen hat es wenig Sinn gemacht, ihn zu behalten. Vor allem, wenn man davor einen Bellingham hat, holt er noch Kamavinga, also Dominik Machmeier. Gut, dann schauen wir uns mal ihn an. Und hoffen, dass er da ist, ne? So, Dominik Machmeier. Ist er da? Ah, ne, mit E, ne? Scheint nicht der Fall zu sein, ne? Na gut. Ist halt nicht immer jeder dabei, wahrscheinlich, wenn man jetzt den Patch hätte in diesem Save. Schade. Die Folge geht jetzt auch schon fast eine halbe Stunde, deswegen, meine lieben YouTube-Zuschauer, war es natürlich von heute. Und sorry nochmal, dass es jetzt ein paar Tage keine Folgen gab. Morgen geht es dann ganz normal weiter. Macht's gut und dann ciao.